In der heutigen Folge Minecraft Hardcore baue ich eine Creeper-Farm. Diese Farm brauche ich, um eine Challenge von einem YouTuber zu meistern. Challenge ist folgende, Wetter Erfor. Erschaffe ein kreisrundes Loch in die Netherdecke mit einem Durchmesser von 15 Blöcken. Ein Loch in die Netherdecke? Bedrock kann man doch gar nicht abbauen. Zumindest dachte ich das. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, Bedrock abzubauen. Und ich wusste auch ganz genau, wo ich diese Lösung finden werde. Bei dieser Konstruktion handelt es sich um den Bedrock-Zerstörer. Drückt man diesen Hebel, aktivieren sich beide TNT-Blöcke. In dieser Kurzschlussreaktion muss man in einem kleinen Feld zwischen Obsidian und Pisten einen weiteren Pisten platzieren. Minecraft kommt dann nicht mehr hinterher und das Bedrock wird somit ausradiert. Für einen Bedrock brauche ich 2 TNT. Ich habe das Ganze mal ausgerechnet und ich brauche insgesamt 7000 Gunpowder. Und das ist verdammt viel. Deswegen brauche ich eine Creeper-Farm, um schneller an Gunpowder zu kommen. Und dafür brauche ich Katzen. Die hatte ich mal gezähmt gehabt, aber irgendwie noch nie was mit denen gemacht. Und deswegen kommen die jetzt mit und die kommen in meine Farm. Oha, die darf ja 2 Augenfarben. Das nennt man übrigens Heterochromie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas hat, ist halt übertrieben selten. Von der gesamten Menschenweltbevölkerung hat nur unter 1% Heterochromie. Und ja, ich hab's gerade gegoogelt. Aber ist trotzdem cool. Die Katzen brauche ich deswegen, weil Creeper übertrieben Angst vor ihnen haben. Und genau das nutze ich aus. Die Katzen stationiere ich in die Ecken meiner Farm und wenn Creeper spawnen, rennen sie intuitiv weg und geraten genau in meine Falle. Ich baue natürlich auch einen guten Spot, um die Farm zu bauen. Irgendwo, wo ich nicht ständig bin, aber auch irgendwo, wo viel Platz ist. Wir sind tatsächlich noch nie ans andere Ufer gegangen, deswegen wird es auch eine kleine Erkundungstour. Und nach nur kurzer Zeit bin ich auf diese Insel gestoßen. Also wenn die Insel richtig klein ist, werde ich da richtig viele Farmen hinbauen irgendwann. Ich habe mich sofort in die Insel verliebt und sie Farmland getauft. Der Name hat Ähnlichkeit mit Disneyland, Phantasialand, Legoland. Aber das war's auch mit den Ähnlichkeiten. In Farmland gibt es nämlich keinen Spaß. Dort wird gearbeitet und es wird auf jegliche Moral verzichtet. Dann kann ich an sich anfangen mit dem Bau der Farm. Die Farm ähnelt vom Design etwas einer Sanduhr. Die Trapdoors bezwecken, dass nur Creeper in der Farm spawnen können. Zwischen den 2 Kästen der Farm baue ich ein 5 Blöcke tiefes Loch. Dort platziere ich einen Wasserstrahl, der zu einem Hohlraum führt. Das Ende des Wasserstrahls ist mit Lagerfeuern verbunden, die Creeper im Endeffekt töten. Das ist an sich echt grausam, aber das, was in Farmland passiert, bleibt in Farmland. Also die Farm ist an sich schon fertig, ich muss halt eine Schicht Slabs draufpacken und dann ist die Farm auch startklar, beziehungsweise ist sie das noch nicht, weil es fehlen Katzen. Creeper haben, wie ich halt eben schon vorhin erklärt habe, halt übertrieben Angst vor Katzen und rennen halt vor ihnen weg, aber die Katzen wollen irgendwie nicht kommen. Ich glaube, Katzen haben die Besonderheit, dass sie irgendwie dumm sind und dass sie halt sich nicht immer teleportieren, sondern irgendwie nur 80% von der Zeit. Deswegen muss ich die Katzen per Boot transportieren. So, dann genau da stehen bleiben. Ich komme wieder. Ich gehe kurz Milch holen. Der letzte Schritt vor der Fertigstellung der Farm, der Deckel. Okay, die Farm sieht nicht sonderlich schön aus, aber sie funktioniert und ich glaube, das ist die Hauptsache. Also, dort unten ist der Eingang. Den habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen mit Wasser gebaut, also so mit Absicht war das jetzt nicht. Aber tatsächlich dürfen wir uns auch gar nicht auf dieser Ebene befinden. Wir müssen ein paar viele Blöcke in die Luft, damit die Farm irgendwie funktioniert, weil unter dieser Farm gibt es sehr viele Höhlen und in den Höhlen spawnen halt die Mobs. Und weil so viele Monster in den Höhlen spawnen, spawnen halt eben keine Creeper hier drin, weil es gibt irgendwie ein Maximum an Monster, die spawnen können. Und damit wir dieses Problem umgehen können, bauen wir uns in die Luft, damit der untere Bereich der Welt nicht geladen wird und dementsprechend die ganzen Creeper in diesem Kasten spawnen. Dafür begeben wir uns ziemlich genau in die Mitte der Farm und bauen uns 80 Blöcke in die Luft. Ich habe mich dann hochgebaut, einen AFK-Spot errichtet und gleich nebendran einen kleinen Wasseraufzug platziert. All in all kann man sagen, die Farm ist nicht sonderlich schön, aber Farm Island ist ja auch nicht bekannt dafür, schön zu sein, sondern effektiv zu sein. Ich stelle mich jetzt eine kurze Zeit AFK hin, um zu schauen, ob die Farm überhaupt funktioniert. Und wenn sie funktioniert, stelle ich mich richtig lang AFK hin, bis ich das ganze Gunpowder zusammen habe. Oh, ich hör's schon, ich hör's schon. Oh, let's go. Oha, was? Hä? Leute, ich stand hier wirklich nicht lange. Ich stand nicht lange. Ihr habt die Timelapse gesehen. War das lange? Das waren 5 Minuten. Ey, Leute, ich habe Elytra mit Mending 3 und Unbreaking 3. Und ich bin trotzdem nie so richtig mit der Elytra geflogen, eben weil ich halt nicht so viel Gunpowder hatte, um diese Flüge zu finanzieren. Aber das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Und ich kann richtig viel TNT craften, um halt Sparks Challenge zu erfüllen. Ich dachte, dass diese Menge nach 5 Minuten echt ziemlich viel ist. Aber da habe ich mich leider getäuscht. Hochgerechnet bekomme ich in einer Stunde ungefähr 660 Gunpowder. Um die Gesamtmenge von 7500 Schwarzpulver zu erreichen, müsste ich demzufolge fast 11 Stunden vor der Farm stehen. Und weil ich ein umweltbewusster Mensch bin und ich mir sicher bin, dass Spark nicht wollen würde, dass ich so viel Strom verbrauche, indem ich AFK vor der Farm stehe, habe ich eine Lösung gebraucht, mehr Gunpowder in weniger Zeit zu bekommen. Dabei bin ich auf verschiedene Problemzonen gestoßen. Problem Nummer 1. Ab der 1.19 muss es stockduster sein, damit Mobs spawnen. Wenn das Lichtlevel nicht 0 ist, spawnen auch keine Mobs. Die Lagerfeuer, die Creeper töten, leuchten durch den Gang die Farm aus. Diesen Fehler habe ich behoben, indem ich den Wasserstrahl größer gebaut habe. Problem Nummer 2. Überall auf der Insel spawnen Monster. Deswegen spawnen weniger Monster in der Farm. Deshalb habe ich die gesamte Insel ausgeleuchtet. Ab sofort spawnen im gesamten Territorium keine Monster mehr, abgesehen von den Creeper, die in der Farm spawnen. Problem Nummer 3.
Die Farm ist zu klein. Eine Ebene ist nicht ausreichend. Deswegen habe ich eine zweite Ebene gebaut, eine dritte, vierte, fünfte und die gesamte Farm neu nebendran gebaut. Nach diesen Verbesserungen habe ich mich von 660 Gunpowder in einer Stunde zu 1500 Gunpowder in einer Stunde hinaufgearbeitet. Das heißt, ich muss nur noch 5 Stunden AFK bei der Farm stehen und danach sollte ich die nötigen Materialien zusammen haben. So Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen, man hört im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen die Creeper zischen, beziehungsweise jetzt nicht mehr, okay. Aber vorhin hat man es auf jeden Fall gehört. Ich bin mal gespannt, wie viel Gunpowder wir zusammen haben. Normalerweise sollte es reichen. Und ja, es hat gereicht, also was das Gunpowder anbetrifft. Für TNT braucht man jedoch nicht nur Schwarzpulver, sondern auch Sand. Wir brauchen eine Doppelkiste und eine halbe Doppelkiste, also insgesamt so 3 Kisten voller Sand. Und ja Leute, ich habe die Sachen immer noch nicht einsortiert. Ich werde das auf jeden Fall irgendwann einsortieren, Leute. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, dass alles in den Kisten unten ist. Leute, ich habe kein Mende hier drauf. Könnte ich mir easy draufpacken. Aber ich habe sowieso keine Mob-Farm. Deswegen, Leute, vielleicht baue ich in der nächsten Folge eine Mob-Farm. Ihr könnt ja sehr gerne Mob-Farm-Vorschläge in die Kommentare oder auf meinem Discord vorschlagen. Der Discord ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr sehr gerne drauf joinen. Würde mich wirklich sehr freuen. Was mich auch sehr freuen würde, wenn ich mehr Sand hätte. Habe ich nicht, deswegen bauen wir jetzt ein bisschen Sand ab. Nachdem ich den Sand abgebaut hatte, muss ich nur noch das TNT craften, in den Nether über die Netherdecke gehen und dann mit dem Abbauen des Bedrocks beginnen. Aber ich muss erstmal dafür den Grundkreis bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, der Kreis steht schon mal. Und jetzt werde ich euch demonstrieren, wie man das Ganze macht. Das ist an sich wirklich nicht so schwer. Dann gehen wir einfach hier ins Zentrum rein und machen einfach hier den ersten Block weg. Da, wo der Piston halt steht, wird halt der Block immer verschwinden. Trapdoor. Hebel. So. So, dann muss ich das hier aktivieren. Und dann hier ganz oft klicken. Und es hat geklappt, okay. Und wenn ich diesen Block jetzt zerstöre, sollte normalerweise hier unten drunter kein Bedrock mehr sein. Und ja, es hat geklappt. Aber es ist halt nicht nur eine Schicht, es sind 4 Schichten oder so. Das heißt, ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen Zeit dran verschwenden. Loch ist fertig. Und jetzt stelle ich euch den großen Vorteil vor, den dieses Loch halt mit sich bringt. Ist, glaube ich, ziemlich obvious, aber ist halt trotzdem ganz cool. Nämlich, ich kann jetzt immer einfach so runtergehen und ich muss diese Leiter nicht mehr benutzen. Und ich muss nicht jedes Mal, wenn ich runtergehen will, eine Enderperle opfern. Und ich kann ganz einfach zu meinem Portalraum. Ich muss das Ganze hier noch ein bisschen freigraben, dass es ein bisschen schöner ist. Okay, ich weiß jetzt selber nicht mehr, wo das Loch ist. Hier ist es, okay. Also, ich muss es ein bisschen freigraben, dass es ein bisschen offensichtlicher ist, wo es ist. Das Ganze werde ich live auf Twitch machen, deswegen schaut da auf jeden Fall unten in der Beschreibung vorbei. Vergesst nicht, eine positive Bewertung und einen Kommentar dazulassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video wieder. Denn jetzt ist er vor, was hat er vor, mir fehlt Endor.